Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Hogwarts Legacy, Leute. Und wir sind hier in Hogwarts, das erste Mal, und ich bin so... Okay. Oh gut, die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte Sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Ja. Wir sind zu spät. Phineas, Nigellus, Black. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Fig, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde. Ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fig. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Das wäre echt Knorke. Ich melde mich. Endlich zu Hause, Leute. Endlich zu Hause. Professor Weasley, noch jemand für die Auswahl. Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Draußen ist es schon dunkel und du bist hundemüde, kannst aber einfach nicht aufhören, Hogwarts Legacy zu spielen? Nun Daniel, dann habe ich jetzt die Lösung für dich. Holy Energy ist die gesunde Alternative zu klassischen Energy Drinks ohne Zucker oder Taurin. Als jemand, der gerne und relativ oft Energy Drinks konsumiert, war ich sehr froh, als Holy auf mich zukam, um mir ihr Produkt zu präsentieren. Und während der letzten Wochen habe ich mich durch jede erdenkliche Sorte durchprobiert, sodass ich jetzt mit Gewissheit sagen kann, dass mir kein anderer Energy Drink mehr ins Haus kommt. Aber reden kann man ja bekanntlich viel, deswegen checkt unbedingt mal das Probierpaket von Holy aus, welches ich euch in der Videobeschreibung ganz oben verlinkt habe und insgesamt 14 Proben von 7 verschiedenen Sorten für euch bereithält. Und das für einen unschlagbaren Preis von nur 14,99 €. Und das Allerbeste, mit dem Gutscheincode DAGGYLP5 bekommt ihr 5 € Rabatt auf eure allererste Bestellung bei Holy. Ah, jetzt wird aber erstmal weitergezockt. Ah ja, du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen, bestimmte Erwartungen. Ich freue mich auf den Unterricht, ich will unbedingt erkunden. Ja, das ist relativ leicht, also ich will unbedingt erkunden, Leute. Ich freue mich darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. Ja. In der Tat. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Du gibst nicht so leicht auf, nicht wahr? Herausforderungen schrecken dich nicht. Und deine Loyalität gegenüber einem Freund ist Grund für dein spätes Erscheinen heute. Vielleicht gehörst du nach Hufflepuff. Ja, schon. Gut kombiniert, sprechender Hut. Die Einführungsfeier. Der sprechende Hut wird deine Entscheidung berücksichtigen, wenn er dich einem Haus zuweist. Hufflepuff, ja. Sprechende Hut, hast du gut erkannt? Ist richtig. Dann sei es
Hufflepuff. Juhu! Ich trage den richtigen Schal, das ist schon mal gut zu wissen. Wie überraschend. So schön alles. Oh, und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Ruhe, Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren. Und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Das ist schon eine kleine Extrawurst, die wir jetzt hier bekommen. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber das hat sie sicher noch nie aufgehalten. Richtig, Professor. Das wäre dann der Eingang zum Hufflepuff-Gemeinschaftsraum. Das ist der Eingang? Richtig. Ich werde es Ihnen erklären, aber zeigen werde ich es Ihnen nicht, da ein kleiner Fehler bereits für eine Essigdusche reicht. Höchst unangenehm. Sie müssen an das Fass klopfen, zweites von unten, Mitte der zweiten Reihe, im Rhythmus von Helga Hufflepuff. Helga Hufflepuff, Helga Hufflepuff. Oh je, Rhythmus ist nicht meine Stärke. Zum Glück muss ich das nicht selber machen. Sehr gut. Jetzt gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ja. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Es ist so wunderschön. Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Ja, das sollte ich. Leute, ich bin im Schlafsaal der Hufflepuffs. Ich kann's nicht fassen. Es ist so unfassbar wunderschön. Ich werde in diesem Spiel einfach leben, Leute. Oh, ich schwöre, mir kommen Freudentränen. Das ist unfassbar. Was ist... Oh. Leute, wir müssen uns kurz umgucken. Was heißt kurz? Wir gucken uns vernünftig um. Erstmal einen Apfel essen, würde ich sagen. So. Schön, an apple a day keeps the doctor away, oder wie hieß der Spruch? Guck mal hier, und da haben wir anscheinend einen Quidditch-Fan, da oben ein Hufflepuff-Quidditch-Spieler und hier das Quidditch-Stadion auf einem Bild. Interessant, interessant. Warte mal, war das da unser Bett? Ich glaube, hier sind wir gerade aufgestanden, ne? Was haben wir denn da stehen? Schokofrösche, Bertiebots Bohnen. Ich muss mal gucken, ob das kanonisch getreu ist, ob es zu dem Zeitpunkt schon Schokofrösche und Bertiebots Bohnen gab. Ich meine allerdings schon, das ist schon korrekt soweit. Oh, und hier haben wir anscheinend ein Teeservice. Ja, dann gönnen wir uns auch mal einen Tee, Leute. Ne? Frühstück ist wichtig. Frühstücken am Morgen ist definitiv eine gute Sache und die wichtigste Mahlzeit am Tag, um gestärkt in den Unterricht zu gehen. Ich finde es schön, dass... Oh, die Bilder bewegen sich natürlich. Was für eine dumme Frage, aber ja, klar. Okay, da haben wir einen Kleiderschrank und da... Also anscheinend sind hier viele Quidditch-Fans in meinem Schlafsaal. Weil den Schrank kann ich nicht öffnen, ne? Nee, anscheinend nicht. Okay. Was liegt da? Oh, lecker. Oh, hier kann ich ran... Ah, da... Oh, ich kann Sachen anvisieren. So, alles klar. Warte mal, was hat denn das zu bedeuten? Hm, so, guck mal hier. Kann ich das anvisieren? Und dann... Ah, oh, Schuldi, hat das jemand gesehen? Nee.
Das war ich nicht. Das war jemand anderes. Sowas würde ich niemals tun. Und hier kann man Hausaufgaben schreiben. Hat anscheinend auch jemand gerade. Die Leute hassen mich wahrscheinlich jetzt schon. Kann ich noch mehr kaputt machen? Oh. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir gehen mal langsam raus aus unserem Schlafsaal. Wirklich unfassbar schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und jetzt gehen wir zum ersten Mal. Jetzt gehen wir zum ersten Mal in unseren Gemeinschaftsraum. Es macht halt schon echt Spaß. Nachher kommen die Schüler. Oh. Entschuldigung, das war voll nicht meine Absicht. Ich hab also die, ich bin neu in der Schule und ich kann noch nicht so meine Zauberkonto. Die lästern über mich, oder? Lästert ihr über mich? Okay, ja, ich glaube, die hassen mich schon. Naja, essen wir nochmal einen Apfel. Gut, dann wollen wir mal. Oh mein Gott, ist das wunderschön. Hallo Freunde, ich bin ein neuer Hufflepuff-Mitschüler. Freut mich, euch kennenzulernen. Wie heißt du? Hallo? Wer ist du? Hallo, hallo? Die wollen anscheinend nichts mit mir zu tun haben. Naja, ich werde mir die Freundschaft noch verdienen, Leute. Genau. Hallo, hey Mädels, wie geht's euch? Ich bin Daniel Huffeldor. Hallo? Oh, Entschuldigung. Ich glaube, ich mache mir hier gerade nicht so viele Freunde. Was ist das denn? Oh, Kesselkuchen ist das, glaube ich. Oder? Ja, doch, das müsste Kesselkuchen sein. So vom optischen her. Da haben wir eine wilde Pflanze. Kann man eigentlich mit den Büchern noch was anderes machen, als die nur zu zerstören? Hier haben wir eine Kiste. Haustruhe. Ah, die können wir noch nicht nutzen. Alles klar. Wow. Oh mein Gott, Leute. Ah, so rennt man, genau. Und hier kommen wir... Ah, so kommen wir also in die anderen Schlafräume. Also, ne, gibt ja logischerweise von jedem Jahrgang einen, plus dann nochmal für jedes Geschlecht. Dementsprechend... Ja, genau, ist das hier aufgeteilt. Also haben wir einmal den großen Hauptraum hier und dann die einzelnen kleinen Räume. Es ist so ein bisschen aufgebaut wie der Ravenclaw-Gemeinschaftsraum in Let's Build Hogwarts. Da war das ja auch so, dass so der Mittelraum war und dann quasi da auch so eine zweite Etage. Ich denke mal, oben sind die Mädels dann, weil wir kommen ja von unten. Was ist hier? Können wir hier irgendwas machen? Wer steht denn da? Ignatia Wildsmith. Ignatia Wildsmith kommt mir bekannt vor vom Namen. Ich kann jetzt gerade nicht genau sagen, woher dieser Name stammt oder was es damit auf sich hat, aber der kommt mir bekannt vor. Ich glaube nicht, dass der erfunden wurde. Da haben wir eine Kugel. Wow. Da ist ein Phönix. Noch andere Tierwesen. Oh, cool. Leute, allein hier in diesem Gemeinschaftsraum kann man ja Ewigkeiten verbringen. Und da ist auch süß, eine Eule. Ich sollte mich vielleicht mal vorstellen. Lenora Everley. Wollen wir mit der reden? Ja, warte, wir gucken uns nochmal... Wir können hier anscheinend mit mehreren Leuten... Ah, wir können hier mit mehreren Leuten reden. Ja, dann komm, dann unterhalten wir uns mal mit der. Oh, hallo. Sie ist so majestätisch, nicht wahr? Ist das deine Eule? Ich weiß nicht, wem sie gehört. Wo einem der Hufflepuffs hier. Eulen suchen sich ihre Gesellschaft sowieso selbst aus. Du bist doch der Neuzugang der 5. Klasse. Das war ja ein dramatischer Auftritt. Ich glaube kaum, dass du auf Aufmerksamkeit aus warst. Vor allem, da alle neugierig sind, wie viel du bereits weißt. Ja, ich bin nicht besorgt. Ich habe eine Menge aufzuholen. Nö, ein bisschen Selbstbewusstsein kann man, denke ich, schon ausstrahlen. Da bin ich unbesorgt. Ich schaffe das schon. Nichtsdestotrotz ist es ungewöhnlich. Du musst dich ja schrecklich fehl am Platz fühlen. Nun ja, als fleißiger Hufflepuff wirst du dich vermutlich in 0, nichts zurechtfinden. Ich bin auch fleißig, wie du vielleicht ahnst. Aber manchmal denke ich, gehöre ich doch nach Ravenclaw. Ich habe einen recht scharfen Verstand. Zumindest sagen das die Leute immer. Ich bin übrigens Lenora. Lenora Everley. Nun, ich will dich nicht aufhalten, du hast viel zu tun. Hat mich gefreut. Du meinst, du hättest ein Ravenclaw sein sollen? Ja, da fragen wir das mal ein bisschen. Das ist schon ein bisschen eingebildet.
Meinst du echt, du hättest in Ravenclaw sein sollen? Nun, meine Brüder waren es. Jetzt arbeiten beide im Ministerium. Scharfsinn liegt bei uns wohl in der Familie. Aber meine Tante war eine Gryffindor und wir hatten schon immer viel gemeinsam. Entschlossenheit, Tapferkeit, Kühnheit. Bei mir hatte der sprechende Hut die Qual der Wahl. Okay, hat mich gefreut. Hat mich gefreut, Lenora. Natürlich, adieu. Also, auf der Sympathieskala von 1 bis 10 liegt die bei einer 5. Die ist mir zu eingebildet. Nee, Leute, da suchen wir uns lieber neue oder andere Freunde. Hallo, möchtest du mein Freund sein? Oh, Entschuldigung. Das war's dann wohl mit der Freundschaft. Hallo, möchtest du mein Freund sein? Hallo, Dude. Kollege, du bist gegen mich gelaufen. Ich kann nichts dafür, wenn du nicht laufen kannst. Such ich mal halt andere Freunde. So, wer bist du denn? Arthur Plumley. Oh, der mag anscheinend Katzen und hilft denen. Ja, der ist mir schon direkt von Grund auf sympathisch. Ich komme da nicht. Kommt, er ist da. Oh. Hoffentlich fangen sie sie. Schüler verirren sich im Schloss. Und Katzen erst recht. Du findest dich sicherlich zurecht. Ich meine, anfangs kann es überwältigend sein. Manchmal verirre ich mich immer noch. Übrigens, willkommen bei Hufflepuff. Schön, dich bei uns im Haus zu haben. Ich bin Arthur. Danke. Freut mich auch. War das deine Katze? Nein, gehört einem Erstklässler, denke ich. Leider habe ich selbst keine Haustiere. Meine Mutter hält nicht viel von ihnen. Vor allem von magischen. Schade, magische Tierwesen sind wundervoll. Ich kann deine Mutter... Ja, nein, hallo? Tut mir leid für dich. Ich finde magische Tierwesen einfach wundervoll. Das ist das Beste an Hogwarts. Niffler, Glumbumble, Bowtruckles. Davor dachte ich, sie wären alle nur Bilder in Büchern. Vater hat mal einen Knuddelmuff mitgebracht. Mutter war stinksauer. Jedenfalls sehe ich besser nach, ob die Erstklässler die Katze gefangen haben. Am ersten Tag sollten sie sich nicht verspäten. Okay, hattest du mal ein Haustier? Ja, der ist mir sympathisch, mit dem rede ich ein bisschen. Hattest du schon mal ein Haustier, Arthur? Nein, meine Mutter ist Muggel. Und als der Knuddelmuff ihr die Zunge in die Nase gesteckt hat, musste er direkt zurück in den Laden. Okay. Ja. Hat mich gefreut, Arthur. Ich hoffe, du findest die Katze. Danke. Pass auf, dass du dich nicht auch im Schloss verirrst. Ja, das könnte durchaus passieren. Okay, auf der Sympathieskala kriegt der eine 8 von mir. Also den mag ich auf jeden Fall schon deutlich lieber. Oh, da ist noch eine Person, die anscheinend meine Freundschaft haben möchte. Hallo? Adelaide Oaks. Oh, Onkel, das klingt gar nicht nach dir. Da stimmt was nicht. Oh, hallo. Hallo. Du bist also neu in Hufflepuff? Ich bin Adelaide. Freut mich sehr. Schön, dich kennenzulernen. Ist alles in Ordnung? Ja, ich bin nur etwas abgelenkt. Ein Brief von meinem Onkel. Aber erzähl mal, man hört ja so viele Gerüchte. Wurdest du wirklich fast von einem Drachen gefressen? Ja, ich will lieber nicht darüber reden. Ja, stimmt. Ach komm, die ist süß, da will ich Eindruck schinden. Stimmt, tatsächlich. Ein ungewöhnlicher erster Schultag. Wie furchtbar. Gut, dass du heil hier angekommen bist. Ja. Naja, aber du hast sicher noch viel zu tun. Ich wünsche dir einen wunderbaren ersten Tag. Oh. Ja, die ist süß, Leute. Bist du sicher, dass es deinem Onkel gut geht? Oh ja, er ist geschäftlich unterwegs, hat viel zu tun. Er war sicher in Eile, als er geschrieben hat. Kein Grund zur Sorge. Oh. Danke, Adelaide. Wir sehen uns. Natürlich. Und viel Glück. Ach, die ist ja knuffig. Ist Leute, schippt ihr auch Daniel Hufflepuff und Adelaide, wie auch immer die heißt? Ja, Daniel und Adelaide. Das ritzt sich jetzt bald hier in irgendeine Wand rein. Oh, das wird wundervoll. Adelaide, wir sehen uns bald wieder. Sympathiepunkte auf jeden Fall eine 10 von 10, Leute. Ja, durchaus. So, was haben wir hier? Ein schönes Feuer mit einer Teekanne. Sehr schön. Und hey, das ist doch Poppy Sweeting, oder nicht? Die haben wir ja schon kennengelernt durch die Trailer, aber anscheinend... Ja... Will die gerade noch nicht mit uns reden? Naja, gut. Oh, und da ist der fette Mönch! Hallo, fetter Mönch! Möchten Sie mit mir reden? So fett sind Sie gar nicht. Ja gut, doch, geht so. Okay, man kann leider nicht durchlaufen. Das hätte mich jetzt interessiert, ob da auch dieser Kälteschauer stattfindet. Weil, ja, geneigte Potterheads wissen Bescheid, wenn man durch einen Geister in der Wizarding World läuft, dann fühlt sich das an, als würde man durch eine eiskalte Dusche laufen. So, erstmal nochmal hier einen geilen Muffin. Oh, jetzt ist der aber durch mich durchgeflogen. Aber wir haben anscheinend keinen Schauer davon getragen.
Nee, okay. Ja gut, aber ist jetzt auch nicht so mega dramatisch, wenn sie da... Oh! Ah, da... Ja, da sind die Mädels. Und damit ist es jetzt auch Kanon, dass es nicht nur im Gryffindor-Gemeinschaftsraum so ist, weil bisher wurde das nur im Gryffindor-Gemeinschaftsraum als Feature benannt, nämlich, dass sich die Treppen in Rutschen verwandeln, wenn ein Junge versucht, zu dem Mädchen emporzusteigen. Könntest du nochmal versuchen. Ach, komm schon! Adelaide, ich kann leider nicht zu dir in den Schlafsaal. Nur, dass du schon mal Bescheid weißt. Aber locker, man könnte sich hier an irgendeiner Ranke so hochhangeln. Da haben wir ein paar Gemälde. Wollen die mit uns reden? Nö, offensichtlich nicht. Alter, hier ist überall was zu essen. Nächste Folge ist mein Charakter einfach kugelrund. So, okay. Oh, da sind noch irgendwelche Poster. Die Chudley Cannons. Ach, cool. Ja, eine Quidditch-Mannschaft, eine kanonische. Die kennen wir ja. Okay, okay. So, aber die Karte will, dass ich jetzt hier erstmal rausgehe. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, Freunde, ne? Macht's gut. Schön, euch kennengelernt zu haben. Ich hoffe, man sieht sich bald und ja, macht's gut. Tschüss, Adelaide. Ach, Adelaide, Leute. Sie ist so süß. Oh. Guten Morgen. Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ja. Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der 5. Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Ah. Bitte sehr. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von Fünftklässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Das werde ich. Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Alles klar. Okay, da sind wir nun das erste Mal anscheinend... Ja, in Hogwarts und können frei rumlaufen, mehr oder weniger, aber wir müssen Professor Weasley halt folgen. Ah, sollen wir das später hier gründlicher erkunden und dir erstmal folgen? Ich glaube, das wäre besser. Aber es sieht so cool aus. Wir müssten... Da ist das Gemälde, Leute. Für alle, die nicht Bescheid wissen, das hier ist das Gemälde, wohinter sich die Küche von Hogwarts befindet. Das ist auch kanonisch. Das ist nämlich hinter einem Bild mit Obst, also mit einer Obstschale quasi. Das Handbuch wird auch Ihre Aufmerksamkeit für die Umgebung schulen. Okay. Kommen Sie. Ja, ich komme ja schon. Nicht so hektisch. Ich muss mich doch ein bisschen umgucken. Ich kenne mich ja hier noch gar nicht aus. So, hier haben wir ein paar Körbe. Interessant. Ach komm, Leute, wir machen das später. Wir gucken uns hier später nochmal vernünftig um. Wobei, oh, warte, da ist eine Kiste. Die lasse ich mir natürlich nicht entgehen. So, nochmal 68 Münzen. Rebellion. Aber sonst ist hier, glaube ich, nichts versteckt. Nee, okay, dann gehen wir weiter. Aber auf wie viele Dinge hier geachtet wurden. Also, das ist wirklich, wirklich wahnsinnig gut. Man merkt, dass die Entwickler, ja... Fans selber sind von der Wizarding World oder zumindest einen Fan mit im Team hatten, der sich damit perfekt auskennt. Weil so Kleinigkeiten, auf die hier geachtet wurden, das ist echt der Wahnsinn. Wollen wir weitergehen? Achso, ich soll... Ah, warte, ich soll irgendwas einsammeln. Achso. Professor Weasley hat mir etwas gegeben, das sich Zaubererhandbuch nennt. Ich sollte hier folgen und sehen, was wir darüber... Ja, ja, schon klar, aber ich soll hier irgendwie... ...das einsammeln. Protego, Revelio. Ah! Ah, so geht das. Wir müssen Revelio zaubern und dann... Ah, okay. Ist angekommen, Leute. Hauselfen-Rezeptbuch, Handbuchseiten. Eine Sammlung von Lieblingsrezepten der Schüler von Hogwarts über die Jahrhunderte.
Einige Gerichte, wie eingelegte Lenkpflaumen, sind sicher gewöhnungsbedürftig. Die Sammlung soll einige von Helga Hufflepuffs Eigenkreationen enthalten. Cool. Okay, du hast eine Handbuch-Herausforderung freigeschaltet. Dein Fortschritt wird beim Absolvieren von Herausforderungen wieder hier angezeigt. Alles klar. Und da haben wir jetzt unser Level, genau. Ja. Und mit Escape können wir unser Handbuch öffnen. Genau, das Interface haben wir ja schon kennengelernt. Du hast deine Zauberstufe, die durch Herausforderungen verdienten EP erhöhen deine Stufe und deine Macht. Dein Handbuch verfolgt deinen aktuellen Herausforderungsfortschritt. Wähle das Herausforderungsmenü aus, um fortzufahren. Okay. So, durch Sammeln deiner ersten Handbuchseite wurde eine neue Herausforderungskategorie freigeschaltet. Neue Herausforderungen, die du im Laufe deines Abenteuers freischaltest, erscheinen hier. Okay. Jede Herausforderung umfasst verschiedene Ränge. Nach jedem abgeschlossenen Rang erhältst du spezielle Belohnungen, die von Erscheinungsbildern bis hin zu entscheidenden Verbesserungen reichen. Belohnungen müssen im Herausforderungsmenü eingefordert werden. Schau öfters vorbei, um freigeschaltene Belohnungen einzusammeln. Also so ungefähr wie bei, ja, Hogwarts Mystery. Okay, alles klar. Raffiniert, nicht? Ja, durchaus sehr raffiniert. Also ich hoffe sehr, dass ich mit dem Interface hier bald sehr, also dass ich damit gut klarkomme. Ich als Nicht-Gamer bin immer da so ein bisschen schwer von KP, wie vielleicht der ein oder andere von euch auch schon weiß. Und ja, aber bisher doch macht es einen sehr übersichtlichen und benutzerfreundlichen Eindruck. So, was haben wir hier? Okay, da können wir irgendwas rollen. Das ist vielleicht irgendwie so eine Art Rätsel, würde ich jetzt mal schätzen. Ha, das kommt gerade recht. Die perfekte Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. Okay, du hast Flohflammen Schnellreisepunkt entdeckt. Du kannst die Karte jederzeit öffnen. Okay, öffnen wir mal die Karte. Ah, zum ersten Mal. Oh mein Gott! Hogwarts ist in zwei Hauptbereiche unterteilt. Auf der linken Seite der Karte leben die Schüler und Professoren. Dort befinden sich auch die Gemeinschaftsräume der Häuser und die große Halle. Genau, da haben wir die große Halle. Oh, das ist ja mega cool, Leute. Ach so, warte, ich kann zoomen. Ah, so kann ich zoomen und von oben gucken. So kann ich rauszoomen, alles klar. Wähle die Region große Halle, um fortzufahren. Der Ansicht, okay, wartet mal. Ja, große Halle. Das hier ist die große Halle. Große Treppe. Wähle die Region Bibliotheksanbau. Bibliotheksanbau, da haben wir. Also das ist hier ein bisschen anders aufgeteilt. Da sind die Gewächshäuser, Bibliotheksanbau. So. Okay. Nutze AD, um die Karte zu drehen. Begib dich auf schneller mit Flohen in der Halle. Okay. Alles klar. Und da wären wir. Ah, okay. Jetzt verstehe ich das Prinzip. Okay, also, wir können über die Map, die wir jetzt hier gesehen haben, gewisse Schnellreisefunktionen nutzen. Aber ganz ehrlich, Leute, die werde ich wahrscheinlich kaum bis gar nicht nutzen. Also, ich werde wahrscheinlich die meiste Zeit hier im Let's Play eigenständig laufen, beziehungsweise später auch mit dem Besen fliegen, weil ich das sehr, sehr, sehr viel spannender finde, als jetzt hier immer Schnellreisefunktionen zu nutzen. Ich hoffe mal, dass ihr damit fein seid. Ihr könnt mir aber auch sagen, wenn ihr lieber wollt, dass ich mal Schnellreisen mache. Aber ich denke, gerade für den Anfang ist es doch wesentlich schöner, wenn wir uns das alles hier in Ruhe anschauen und wenn wir uns da nicht durch irgendwelche Schnellreiseoptionen den Entdeckerspaß nehmen. Aber ja, jetzt sind wir hier in diesem Bereich. Allerdings würde ich sagen, dass wir die Folge fürs Erste hier an dieser Stelle einmal beenden, denn ja, in der nächsten Folge geht's dann weiter und ich bin schon äußerst gespannt, wann wir endlich Hogwarts komplett frei erkunden können, aber ich glaube, hier sieht man ja schon
echt ein gutes Stück. Also das ist ja auch aus dem Preview soweit bekannt. Deswegen, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, zur dritten Folge von Hogwarts Legacy. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid, wenn ihr der Folge einen Daumen nach oben da lasst und wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Macht's gut und bis dann. Ciao zusammen.